vorgestellt. Hexatrains Version 1.08 ist es. Ich habe einen Key bekommen vom Bram Stoker und bedanke mich recht herzlich dafür. Credits können wir mal reingucken. Designed by Bram Stoker. Hier seht ihr es. Programming by Bram Stoker. Art by Bram Stoker. Testing by Anneliese Stoker. Okay, das wird seine Frau vielleicht sein. Achievements by Anneliese Stoker. Music by Cynic Music Complex. Okay, alles klar. Ihr seht hier, dass gewisse Dinge hier auch genannt sind, die man auch hier nennen muss. Zum Beispiel das OpenGL, glaube ich. Das muss man nennen, damit man das benutzen darf. Wir haben hier Credits, hatten wir gerade. Leaderboard ist jetzt nicht da. Guide auch nicht. New Game könnte man machen. Customize Planet könnte man auch machen. Resume Game in Progress. Aber da ich das Spiel überhaupt noch nicht kenne, machen wir erstmal das Tutorial. So, wie ihr jetzt seht, ist es ein 3D-Spiel mit einer Eisenbahn. Wir haben hier A und B und sollen das verbinden. Hold Shift and Drag Mouse from A to B. Hold Shift and Drag A. Okay, wenn ich so mache, dann bewegt sich die Welt. Wenn ich Shift drücke, dann geht das hier wohl so lang. Achso, ich muss das... Okay. Hold Shift and Drag Mouse from B to A. Achso, ich muss den ersten Punkt und dann... Okay, you can also extend the last section using the cursor keys. Press left arrow to extend to the left. Okay. Press up arrow to extend straight ahead. Okay, auch cool. Press right arrow to extend to the right. Press down arrow to backtrack by removing the last section. Okay. Use mouse to drag the globe and print the train depot in view. Okay, haben wir auch. A train wants to leave the depot. Lay tracks from the train depot to the smelter. Da ist der Smelter, das ist train depot. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt gerade ausdrücke, passiert nichts. Jetzt habe ich das ausgewählt. Ich möchte aber jetzt hier... Ah, jetzt geht's. Aber leider nur den ersten Schritt muss ich wohl immer selber machen und dann kann ich den weitermachen. Warte, den nehmen wir wieder weg, weil ich will dann doch nach links. A train wants to leave the depot tray tracks from the train depot to the smelter. Achso, das ist ein direkter Anschluss hier. Das bedeutet ein zurück und einen nach da. Okay. Train wants to leave the... Ah, da ist er auch schon losgefahren. Lay tracks from the smelter to the warehouse. Okay. Das bedeutet wieder zurück und ich hätte gern eine... schade, das geht dann nicht. Also mit Shift-Taste dann da und da, das geht dann. Dann geradeaus und dann links läuft. Und dann fährt der Zug auch nach dahin weiter. Lay tracks to the loop back from the warehouse to the train depot. Okay. Das muss ich dann Loopback machen, aber ja, da ist Wasser und ich habe das schon oft angeguckt, aber so Wasser ist jetzt nicht so das, wo ich sage, ja, ich will übers Wasser fahren. Ich möchte eigentlich nicht übers Wasser fahren und deswegen, ja, okay. Jetzt hat er mir da schon zwei in die Richtung gemacht, das wollte ich nicht. Ich wollte rechts. Ach, der fährt immer da hoch, okay. Okay, dann geht das wohl nicht anders. Und geradeaus und rechts. Nee, das war falsch. Rechts. Geradeaus, links, links, rechts, runter, 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 rechts. Also wir müssen da noch so einen Bogen fahren dann, ne? Dann nochmal zurück. Geradeaus, geradeaus, rechts, geradeaus, rechts, rechts. Fährt er da jetzt lang? Ich glaube ja, ne? Achso, das war die Laterne, deswegen sah das hier so komisch aus. Passt. Aber die können immer nur in eine Richtung fahren, die können nicht drehen, oder wie sehe ich das? Okay. Und er hat es geschafft. Let's deploy a second train. Click on the train depot and press the next new train button. New train gibt's hier dann. Okay. Und assign the first stop for the new train by clicking add and then click the smelter. Aha, das ist hier wohl. Und dann weiß er schon, wo er hinfahren muss, oder was? At the warehouse at the second stop. Press depart to send the train on its way. Okay. Jetzt fährt er, oder? Ja, da unten ist er.
You have now learned how to basic track building. Time for a proper set game. Okay. Alles klar, da haben wir schon das Tutorial durch. Okay. Also, das war jetzt schon mal die Vorschau von dem Spiel. Sieht ganz cool aus. Terraforming. Jetzt haben wir einen neuen Planeten gemacht. Boah, hier ist aber jetzt ein bisschen größer. Der eben war ja ein bisschen kleiner. Und was haben wir hier? Shift, Drag, Build, Track mit der Maus. Ist klar, Extend, Track, Straight. Okay, links, rechts, das hatten wir. Remove, Last, Track, Track, Clear, Tile ist X. Cycle, Station, S, D, Cycle, Depot, T, Cycle, Trains. Game Settings ist F10, Toggle Fullscreen ist F11 und F1 ist Toggle Help. Okay, was haben wir denn jetzt hier so? Ich weiß erstmal gar nichts, was wir hier machen müssen, ne? Wir brauchen erstmal hier irgendwie eine Verbindung. Lumber, Coal, Iron Ore, Copper Ore, Metal, Moon Crystal, Moon Rock. Kurz, Food. Oder Food. Okay, da können wir einen Zug hinzumachen, da eine Station, da ein Depot. Achso, wenn ich das Plus klicke, dann kriege ich es, wenn ich es hin... Nee, das ist nicht so. Nee, das weiß ich jetzt noch nicht, wie es geht. Wir gucken aber erstmal, was wir hier so haben. Bakery. Accept... wenn man dann da... Oh, das ist ja sehr schick gemacht, ne? Wenn man da drauf geht, sieht man, wo das herkommt. Und das ist weit, weit weg. Und das auch weit, weit weg. Und das auch. Okay, dann machen wir das mal da nicht. Was haben wir denn hier noch so? Noch eine Bakery. Ah, da haben wir schon mal das. Nee, Produce Food. Und Food wird wo gebraucht? Da in der Stadt. Das heißt, wir könnten die ja dahin und dann dahin liefern, ne? Accept Grain. So, das bedeutet, wir müssen hier irgendwie Bahnhöfe hinbauen. Ein Depot? Nee, ein Depot nicht. Ich müsste jetzt hier mal was hinbauen. Wie kriege ich denn was gebaut? Train. Shift Track Building, Crank Track, Straight Circle Station, Circle Depot, Circle Train, Circle Station. S. Ach so, da klickte. Ach, was? Ich dachte, ich müsste eine Station bauen. Muss ich gar nicht, fällt mir gerade so ein. Kann man mit Shift Station auch rückwärts klicken? Ja, kann man. Cool. Also. Wo ist denn das Grain von eben? Hä? Ich hätte doch eben hier... Ah, da ist es doch. So, das bedeutet, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir die alle anschließen. Das wird spannend. Train? Nein, Train nicht. Ich brauche einen Track. Kann man das auch so machen, dass man das ein bisschen besser sieht? Nee, ne? Ja, ich würde das gerne so ein bisschen mehr kippen. Geht da was? Shift Track Building, Extend Track Straight, Extend Wideband, Remove Last Graded Track, Clear Tile. Also diese Beschreibung ist jetzt nicht so toll. Ich hätte jetzt gerne die Shift-Taste, ist klar, müssen wir drücken. Und machen das so. Und fahren dann mit den Pfeiltasten. Ja, das war jetzt schlecht, weil ich wieder eine falsche Taste gedrückt habe. Und das passt schon. So, dann eine Bakery. Warte mal, wir müssten jetzt hier auch langfahren. Und links, richtig? Ja, passt. Und hier machen wir das gleiche nochmal in grün. Shift-Taste. Ne, da will ich nicht. Ich will... Da, genau. Da lang, da lang, da lang. Nee, das war schlecht. Links? Nee, geht nicht. Nochmal zurück, oder? Ich muss hier gerade und nochmal gerade, dann passt's. Genau. Dann sind die drei angeschlossen und zur Bäckerei geht die Reise schon los. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo die Bäckerei Abnehmer hat. Produce Food. Da ist die Stadt, ne? Okay, dann müssen wir dahin. City.
Also das mit dem Dingens gefällt mir noch nicht, mit dem Rein- und Rauszoomen. Das ist ein bisschen schlecht, finde ich. Also das Reinzoomen ist sehr schön und gut, aber rechte Maustaste, linke Maustaste, jetzt habe ich es verstanden. Ja, dann geht es vielleicht ein bisschen besser, aber so der Bringer ist es noch nicht, ne? So links, rechts, rechte Maustaste, links, rechts. So, okay. Ich müsste jetzt den Ball irgendwie anders gedreht haben, aber das geht nicht, ne? Ich würde jetzt gerne... Ja, okay, müssen wir so irgendwie mit Leben Shift-Taste drücken. Okay. Wieso will denn der da nicht jetzt? Ist das ein Sackbahnhof oder was? Okay. Ah, jetzt habe ich es geschafft, weil ich die Taste nicht gehalten habe. Ganz einfach. So, wir müssen da oben hin. Ja, wir nehmen den Berg vielleicht nicht mit. Geradeaus. Wir müssen da so oder so hoch. Passt, oder? Und danach müssen wir ja wieder raus. Dann müssen wir nach... Jetzt hat er das wieder vergessen, dass ich da bin. Jetzt müssen wir dann noch nach rechts. Ja. Müssen da wieder rein, oder? So, ne, das war jetzt verkehrt, aber ist nicht schlimm. Ja, jetzt so. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Universität, okay. Keine Ahnung, was da mit denen ist. Okay, das kommt irgendwo anders weg. Dann würde ich jetzt sagen, fahren wir jetzt nach links. Noch einen weiter. Jetzt nach links, geradeaus, geradeaus, links, geradeaus, links. Das passt schon mal. Jetzt würde ich noch aber hier noch eine Weiche hinsetzen. Nee. Da lang. Okay. Wir kriegen das jetzt da angebunden. Geht nicht. Dann macht das wieder weg. Dann müssen wir das so machen, dass wir da rausfahren, ne? So, dann nach rechts. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geradeaus. Rechts, geradeaus. Zurück, nach links. Zurück, nach links. Macht er nicht. Da gibt es keine Verbindung. Das ist aber doof. Da drüben hat er das auch gemacht. Warum macht er das hier nicht? Fahrtrichtung falsch, oder was? Ah, jetzt geht's. Ne, nochmal zurück. Wir müssen jetzt nach rechts. Nach links. Nach links. Passt.
Ja, und da müssen wir jetzt einfach so machen, oder? Vielleicht fährt er jetzt passend. Jetzt brauchen wir noch ein Zugdepot. Depot ist hier. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Train. Wo kann ich jetzt ein Depot bauen? Oder wie kann ich ein Depot bauen? Ach, mit D. Alles klar. Sag jetzt nicht, ich habe nur ein paar Depots, wo ich loslegen muss. Das ist ja äußerst doof, oder? Okay. Dann muss ich das Depot jetzt da anschließen. Auch toll, oder? Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich könnte Depots selber bauen, aber dem ist wohl nicht so. Okay. Sehr interessant. Ja, jetzt sind wir wieder so weit, dass wir sagen können, wie geht das? Ja, da sind wir. Und das geht nicht. Rechts, geradeaus, rechts. Nee, will er auch nicht. Ich wüsste gerne, wie ich da dran komme, dass der da drauf fährt. Nee. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ach so, ich verstehe schon. Wir sind, wir sind da falsch unterwegs. Das ist die Hinfahrtstrecke und das ist die Rückfahrtstrecke. Ne, das ist die Hinfahrt und das ist die Rückfahrt. Alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt ein Problem, weil wir das hier nicht mehr ändern können, oder wie? Tile, clear tile, X. Ah ja. Und nochmal X, genau. Und dann müssen wir jetzt dann schauen, Clear Tile. Und jetzt müssen wir hier nochmal schauen, dass wir hier nochmal geradeaus kommen. So, 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 so. Rechts, rechts. Jetzt geht's. Toll, oder? So, jetzt gehen wir hier aufs Depot. New Train. So, und jetzt Add. Click on Station. Jetzt habe ich gerade irgendwelche Pfeiltasten bewegt und weiß nicht, was ich gemacht habe. Add. Also da? Nee. Nochmal das. Das. Add. Bakery. Add City 33, ist das hier City 33? Ja, passt. And depart. Jetzt fährt der Zug los. So, das hat geklappt. New Train. Add.
das, add, das, add, das. Und depart. Stage 1, Speed 2, Progress. Economy, Goal, das ist hier nix. Der fährt jetzt da lang. Der fährt da lang. Der da. Passiert hier was? Nein, ne? Okay, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich da was kaputt gemacht habe. So, Train 1 blockt, parked, Goal. Ist das jetzt hier geladen was oder nicht? Cargo 0. Ah, da 200, da 2, da passiert was. Die brauchen wohl eine gewisse Zeit, bis das geproduziert ist, kann das sein? Bakery, accept grain, 174, produce food, 28, nimmer, ah, okay, das läuft jetzt erst. Jetzt ist noch die Frage, jetzt müssen wir hier, vielleicht, nee, ach so, das kommen, die kommen ja von da, ne? Okay. Links ist dann da angeschlossen. Und geradeaus und links und geradeaus. Und links, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Links, geradeaus, 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 geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus und rechts. Passt. So, mal gucken, ob das jetzt so klappt. Hier produziert auf jeden Fall was. Da geht richtig Geld los. So, jetzt müssen wir hier noch einen neuen Zug haben. Train. New Train. Add. Das. Add. Das. Und das. Und depart. Und dann fährt der, fährt schon mal da lang? Ne, der fährt da lang. Und der? Fährt er da lang? Ja, das heißt, der dritte ist dieser hier dann. Wann kommt er? Da unten kommt er, oder? Der muss jetzt noch da einfahren. Ja, macht er auch. Läuft, ne? Oh, hier, da sind wir an der steilen Kurve, die nach oben geht. Wunderbar. Können wir hier auch, guck mal, da können wir was verschieben. Hier dieses P und dieses S. P bedeutet die Produktion und S bedeutet, wie viel wir angeschlossen haben von den Stationen, glaube. Ne, P, die steigern die Produktion, also wird das besser. Und S bedeutet, wir haben noch so und so viele Stationen auf diesem Planeten, die nur angeschlossen werden müssen. So wie diese Bakery hier zum Beispiel, ne? Naja, die haben auch noch da hinten das alles. Das heißt eigentlich, müssen wir jetzt hier nur rausfahren. Guck mal, hier war ein Depot um die Ecke, ne? Jetzt müssen wir eigentlich hier Shift-Taste gedrückt halten. Na, das ist ja jetzt, die fahren doch so rum, oder? Ah ne, das war falsch. Da ist er richtig, so. Und jetzt muss der nur da gerade. Ach so, da, ja, wir können den jetzt anschließen, aber wollen wir das? Eigentlich nicht. Rechts, links, geradeaus. Und links, geradeaus, 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 geradeaus und rechts. Passt. So, und jetzt müssen wir hier neue Züge setzen. New Train. Und zwar den. Nee. Add.
Jetzt haben wir gerade wieder was kaputt gemacht, irgendwo vielleicht. Ah, da war das. Gut, ich muss aufpassen, dass es mit dem Pfeiltasten, was man da macht, ne? So, add. Na, wir müssen erstmal nochmal hier hin. Add das. Add das. Und add das. And depart. So, das ist Zug Nummer so und so viel. New train. Add das. Add das. Und add das. Und los geht die Reise. Ich glaube, das lassen wir erstmal so und gucken uns erstmal an, was wir da so produzieren oder machen, ne? Hier, das läuft hier, ne? Economy. Food läuft. Und Grain ist das Gelbe wahrscheinlich, was hier unten aber gar nicht steht, oder? Lumber. So, was haben wir hier jetzt für ein Werk? Sawmill, okay. Und Lumber. Wood Forest, irgendwie sowas brauchen wir dann noch. Ach, guck mal, das ist noch rüber. Ah, da ist auch Grain, alles klar. Das ist ein großes Fenster, was aus dem Bild rausragt, okay. Naja. Depot, Sawmill. Achso, da können wir ja gucken. Lumber. Kommt von wo? Hier, ne, oder? Ne, da, okay. Das ist mir jetzt aber zu weit weg. Smelter. Braucht Kohle von dort. Und Eisenerz von da. Kupfer würde auch gehen und produziert Metall, was auch wieder hier ist, oder was? Okay, Kohle ist da. Da. Und muss auch noch da. Also Coal Mine zum Smelter hier, ne? Ja. Was ist das? Sawmill, okay. Achso, warte mal, das war... Ne, das Warehouse, okay. Dann buddeln wir erstmal hier los. So geht's. Und wir müssen dahin. Okay. Von da müssen wir nach links. Hier irgendwo hin. Ne, der war falsch. Und wir müssen ja auch wieder da hinten hin, ne? Da Warehouse war das, oder? Also wir müssen den Smelter auswählen und akzeptierende Metalle gehen dahin zum Warehouse, okay? So. Jetzt müssen wir nur da irgendwie reinkommen. Machen wir zurück, machen wir links. Geradeaus. Links, links. Passt. Und links, geradeaus. Müssen wir wohin? Da ist die Sägemühle, die ist es nicht. Machen wir nochmal zurück, gehen nach links, geradeaus. Geradeaus. Rechts, geradeaus, links, geradeaus, rechts. Passt. Und jetzt müssen wir noch hier das Depot anschließen. So, glaube. Rechts, geradeaus. Passt. So. Dann Depot 3 ist richtig. Machen wir hier wieder auf. New Train. Und machen Add. Brauchen dann dieses. Aber eigentlich, nee, das ist ja verkehrt. Wir müssen hier nochmal was anschließen.
Genau. Wir müssen hier um. Das bedeutet, wir müssen hier einen Abzweig machen, der dann da reingeht. Passt schon, ne? Genau. Und jetzt müssen wir Iron Mind clear machen. Nochmal add. Den. Add. Den. Add. Den. Und. Den. Und den, oder? Und dann wieder los. Aber da steht nicht die Part. Coal Mine, Smelter, Iron Mine, Smelter, Warehouse, die Part. Jetzt war es da. Und wo fährt der jetzt lang? Ist der da schon der richtige? Train 05? Ja, ist er. Jetzt ist die Frage, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber das sehen wir, wenn da hier was angeliefert wird, ne, oder? So, das erste ist jetzt hier, aha, er nimmt die Kohle wohl auf, 159, und bringt die dahin, will ich hoffen. Ja, erfolgreich. Passiert allerdings nichts, weil mit der Kohle alleine passiert nichts. Er muss jetzt die Eisenerze holen. Wir müssten hier eine Abkürzung machen. So, das bedeutet hier... Da können wir sowieso schon mal so ein Ding machen. Und da müssen wir auch so ein Teil machen. Das bedeutet, wir müssten hier, können wir rum. Gerade, 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 links. Passt. Jetzt sollte er auch Abkürzungen fahren können. Und wir müssten von hier aus vielleicht noch nach da. Gerade. Das war verkehrt, aber dann müssen wir nochmal von hier nach da. Ne. Von hier nach da abbiegen und das auch noch anschließen. So, das läuft. Es gibt nur kein Eisenerz wohl. Warum macht er das nicht? Jetzt hat er wieder Kohle geholt. Smelter? Ach. Nee, Iron? Nee, das ist schon richtig hier, ne? Jetzt hat er da 359 geholt. Jetzt muss er hier aber mal was abholen, oder? Die kommen jetzt gerade erst in Schwung. Alles klar, deswegen lief das nicht. So, er macht jetzt hier den Weg. Okay, das passt dann. So, und dann müsste hier auch was passieren, ne? Genau, und er hat auch schon tatsächlich was geladen, oder was? 26 Metalle, innerhalb wo er da stand, wurden die 26 Metalle dahin gebracht. Krass, oder? Accept Lumber, Accept Metals, Produce Goods. Ach, da geht's auch noch weiter. Okay. Produce Goods haben wir schon 6 Stück und die müssen wir auch noch wieder verkaufen. Wo müssen die denn hin? Ah, da, okay. Das bedeutet, wir machen das, nee, da so. Und noch ein weiter, ein nach rechts. Ein geradeaus, ein nach links, geradeaus, geradeaus. Und können wir nix. Weil wir jetzt gerade den Fehler gemacht haben, das in das Depot zurückzumachen. Können wir jetzt hier auch was kaputt machen? Ja, geht. Aber das geht nicht. Man kann nicht die gleiche Route nochmal nehmen. Das ist ein bisschen schade. Was ist denn das hier? Sawmill, okay. Und das? Smelter, okay. Dann würde es ja Sinn machen, den Smelter nochmal mit anzuschließen, oder? Links, geradeaus, geradeaus,
Zack, 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 zack. Links, geradeaus. Passt. So, Depot 3, neuer Zug. Ich muss das lernen, mit dem Ding umzugehen, ne? So, neuer Zug, add. Click on Station. Add. Das? Nee. Nee, 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 nee. Clear. Add. Das. Und. Add. Den. Und. Add. Das. Und. Wo geht denn die Reise hier bei dem Smelter 21 hin? Wo ist denn das Metall? Das woanders. Ne, dann bringen wir das da auch hin, ne, oder? Das Warehouse wurde ja auch angezeigt, genau. Dann add das. So, Iron Mines, Smelter, Kohle. Stopp, das ist falsch. Click on Station, wir müssen erst die Kohle haben. Iron Mine, Smelter, nee, das ist auch wieder falsch. Wir müssen nochmal zum Smelter fahren, so war das. Und dann add Warehouse. Und dann sollte das hier losgehen. Wieso kann ich jetzt hier nicht die Part drücken? Blockt, parkt. Da ist es. Jetzt geht's. Ja. Der fährt jetzt irgendwo lang. Weiß aber nicht wo. Train Nummer 6. Okay, das ist der da oben. Hat er schon abgeholt? Ja. Train 6 macht gerade was? Cargo nehmen, okay. Und zwar, keine Ahnung was. Fährt aber jetzt zum Smelter, was auch richtig ist. Ah ja, das ist hier wahrscheinlich mit diesem Pfeil angezeigt, wo er hinfährt gerade, oder? Jetzt ist er da. Coal Mine und dann fährt er da hin. Genau, okay, das kann man dann auch schön sehen, wo der ist. Wunderbar, würde ich sagen, ne? Ja, so wie ihr das gesehen habt, funktioniert das jetzt. Wir haben ja so ein kleines Schienenstreckennetz schon gemacht und ja, da wird jetzt reichlich produziert. Ich sehe jetzt nur, wieso sind das immer mehr und das auch mehr, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Und das sehe, das alles, guck mal, da ist dann noch ein Mond, wo man das auch noch machen kann. Das ist ja richtig Hammer, oder? Da ist die Mondbasis, die dann auch versorgt werden will. Ja, das ist natürlich krass jetzt. Okay, ich kann dann auf den Planeten und dann kann ich das durch die Gegend drehen. Okay, sehr interessant. Also das ist schon ein ganz cooles Spiel. Funktioniert soweit gut. Ich habe jetzt aber so ein bisschen Bedenken mit der dauerhaften Motivation, weil ich sehe jetzt nicht so ein Spielziel richtig, ne? Außer irgendwelche Errungenschaften in Steam. Aber mehr hat man jetzt nicht so, ne? Man müsste jetzt ein bisschen finanzielle Sachen da reinkriegen, dass man irgendwie, keine Ahnung, Schienengebühren bezahlt oder sowas und ja, das ist dann irgendwie jetzt noch nicht so implementiert. Man sieht zwar hier dieses mit den 200 und wir sehen auch das hier, aber man sieht ja nur das, was eingenommen wird und so und man sieht allerdings nicht, was man irgendwie Kosten hat, Fahrkosten oder irgendwie sowas, das fehlt komplett, ne? Das wäre schön, wenn das noch drinne wäre. Ja, da muss der Bram Stork noch ein bisschen was dran tun. Aber trotz alledem recht herzlichen Dank für den Key. Bram, thanks for the key. And what's missing? Missing is a economic system that you have to pay for the rails or so on. That would be great if that will be in the future in the game. So that there will be a complete economic system.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Schauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaut. Ich hatte Microtowns noch eins auf dem Schirm, wollten wir auf jeden Fall noch eine Folge machen. Das war unterbrochen, weil dieses frisch reingekommen ist. Und dann Microtowns, danach noch Graveyard, ne, Breaking Dead oder wie war das? Und ja, da müssen wir weiterschauen. Ich glaube, ihr habt schon ein Abo. Wenn nicht, dann macht eins. Ich würde mich über einen Daumen freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und ja, macht euch die Glocke an, damit ihr den Link ins nächsten Video seht, wenn ich das hochlade. Alles klar, ne? Dann macht's mal gut und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.